Mellségtigesz hókprizmát és az epitél, von der Pars spongiosa, mit merceligen intraepitheliálen drüsen. Der Penis besteht aus zwei corpora cavernosa und einer Pars spongiosa. In der Mitte der Pars spongiosa läuft die Uretra. Die Uretra ist mit mellschichtigem hochprismatischem Epithel ausgekleidet und in der Wand sind auch merzelige intraepitheliale Drüsen sichtbar. Unser Schnitt ist ein Detail aus dem ganzen Penis und skeniert ist nur ein kleiner Teil davon. Da drinnen werden Sie die Uretra sehen, umgeben von einem Teil der Pars spongiosa und ein kleines Stück von der Pars cavernosa. Das ist hier die Uretra, umgeben von der Pars spongiosa. Da sind auch muköse Drüsen da drinnen. Darüber werden wir mehr im zweiten Semester Ihren Studien lernen. In der Winkel hier oben sehen Sie ein Dreieck, was zu der Pars cavernosa gehört. Als wir die Uretra anschauen, wir sehen, dass die ist von einem ziemlich dicken Epithel umgeben. Und an manchen Stellen, dieses Epithel hat Ausbuchtungen, wo die Zellen schauen anders aus, wie hier, hier, hier oder hier zum Beispiel. Das ist das mehrschichtige hochprismatische Epithel mit Stratum basale, Stratum polygonale und oberste Schicht. Das ist hier eine Reihe der hochprismatischen Zellen, deswegen nennen wir das Epithel mehrschichtiges hochprismatisches Epithel. Zwischen den epithelialen Zellen hin und dort sehen Sie Lymphozyten. Da ist auch eine relativ dicke Membrana basalis. Zum Beispiel hier sind die intraepitheliale merzelige Drüsen sichtbar. Hier, hier, hier oder hier. Im Gegensatz zu dem mehrschichtigen hochprismatischen Epithel, wo wir mehrere Zellreihen sehen, wo wir Drüsen haben, sehen wir nur ein einschichtiges Epithel. Das Zytoplasma ist größer, höher, weil diese Zellen sezernieren mucinartige Substanzen und Sekretion, das braucht auch Zellorganellen und das Zytoplasma. Deswegen Zytoplasma ist größer. Hier können Sie das sehen oder hier auch. In der Umgebung sehen wir noch muköse Drüsen hier und die Lakünen in der Pars spongiosa, die mit einem einschichtigen Plattenepithel mit Endothel ausgekleidet sind. Und manchmal sehen wir auch Blut in dieser Lumina.